So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2011. Ja, letzten Part haben wir gegen Sid gekämpft und, ich lese da mal vor, was er zu sagen hat. Ich war leichtsinnig, weil ich dich für eine kleine Nummer gehalten habe. Das hat ein Nachspiel. Du bist ein guter Gegner. Und da kommt schon Jack, Was? Du hast sie besiegt? Diese Verlierer sind die wahren kleinen Fische. Und das macht dich auch zum kleinen Fisch. Jetzt bist du dran. Das ist ja wirklich ungeheuerlich. Wenn ich das ernst nehmen würde, dann würdet ihr beide... Hört schon auf mit diesem sinnlosen Widerstand. Ihr seid umzingelt. Von wem jetzt? Achso. Ich dachte schon, der redet hier uns an. Geht gar nicht. Es gibt keinen Ausweg. Versuchst du trotzdem noch abzuhauen, Anführer der Duel-Runner-Diebe? Mist. Ich kann wohl nicht gewinnen, was? Da kann man nichts machen. Oh, ihr beide gibt friedlich auf? Beide? Nein, ich hau ab. Was will er jetzt tun? Und haben vergessen, dass ich nicht schwimmen kann. In your face. Das sah aber jetzt geil aus, wie der nach hinten geschleppt wurde. Vielen Dank, Herr Atlas. Dir auch, Matt. Warum tretet ihr beide nicht dem Wächter bei? Wir können Leute mit eurem Potenzial gebrauchen. Was? Ich dem Wächter beitreten? Hey, das ist gar keine schlechte Idee. Oder wie wäre es mit dem Assistent des Büros für öffentliche Sicherheit? Mina, das ist meine Position. Ach, stimmt. Dann wurdest du soeben degradiert, Trotsch. Aber das ist nicht, vergesst es. Ich habe das Turbo-Duellanten Grand Prix. Mir sind die Wächter völlig egal. Verstehe. Naja, viel Glück dabei. Ich werde euch die Duellrunner später zur Garage schicken lassen. Wir müssen jetzt los. Oh, und weg sind die. Es ist lange her, aber du lieferst noch immer ein gutes Duell, Matt. Du nimmst auch am Turbo-Duellanten Grand Prix teil, oder? Das wird ein spaßiger Wettbewerb. Sehe ich auch so. Ich bin nur erleichtert, dass ich meinen Duellrunner in einem Stück zurück habe. Ich danke euch beiden. Keine Ursache. Wir sind Freunde. Genau. Ich würde euch Typen auch helfen, wenn ihr mich braucht. Hat Jack nicht beim Kampf am Hafen mitgeholfen oder so? Nun gut, dass der Duellrunner nicht beschädigt wurde, aber viele Duellrunner wurden auseinandergenommen und die Teile verkauft. Es ist zum aus der Haut fahren. Und da kommt Akiza. Hallo. Willkommen. Wollt ihr mit mir das Duelltraining abhalten? Das ist besser, als wenn ich es alleine mache. Das würde ich gerne, aber ich kann nicht. Das neue Duellrunner-Programm braucht noch Zeit, bis es fertig ist. Du willst also zuerst alles fertig machen, ich verstehe. Das Training bringt dann mehr. Aber ich brauche noch Zeit, es läuft nicht gut. Ach ja, Yusei sagt, Bruno wüsste eine Menge über Duellrunner. Ich habe die beiden eben zusammen was in der Garage machen sehen. Ja, Yusei und Bruno reden in letzter Zeit eigentlich nur noch über die Duellrunner. Bruno, ich würde gerne eine Meinung hören. Matt, könntest du ihn herholen? Ich mache mich bereit. Oh, bereit für was? Shit, nicht Spaß. Ich schätze, ich gehe dann alleine. Frag mich ein anderes Mal wieder. Das werde ich. Viel Glück mit dem Programm. Und weg ist Akiza. Geh und tun, Bruno. Er müsste in Yusei's Garage sein. Okay, auf zu Yusei's Garage. Let's go. So, hier. So, dann, wo war das jetzt? Nee, Hafen war es nicht. Satellite war es auch nicht. Satisfaction Town genauso wenig. So, das hier. Ja. Das war hier, aber ich finde die Melodie irgendwie chillig. Ich finde die echt chillig. Die ist geil. Die Melodie ist echt geil. Naja, scheiß drauf. Auf zu Yusei und Bruno. Bruno Mars. Nee, Bruno Sickers. Okay, der war low. Der war nicht low. Der war ja richtig low. Hey, gut gemacht, Yusei. Ja, endlich fertig. Ah, du bist Smash. Wenn du Toro suchst, der ist mit Jack beim Toro-Duell. Was? Du hast etwas mit Bruno zu klären? Wie? Ich? Was brauchst du denn? Verstehe. Ein paar Tipps für dein Duell-Runner-Programm. Hm? Mit Vergnügen. Ich weiß, wo die Garage ist. So, und weg ist der gute Bruno. Bruno Snickers. Spaß.
Wenn es um Duel Runner geht, dann ist Bruno nicht zu stoppen. Was? Akiza war schlecht drauf. Vermutlich, wenn ich nicht viel mit dir trainiert habe. Am besten frage ich sie selbst. So, und ich werde jetzt hier allein gelassen, oder wie? Yusei! Das musst du hören. Heute habe ich im Unterricht 5-mal hintereinander gewonnen. Wer bist du denn? Bist du der Dieb? Luna, ruf die Wächter! Beruhig dich, Leo. Das ist nicht der, über den Yusei die ganze Zeit redet. Wenn ich mich doch nur an den Namen erinnern könnte. Ach ja, Matt. So heißt er. Du bist also Matt. Hallo, ich bin Leo und das ist meine Schwester Luna. Ich bin Luna, schön dich kennenzulernen. Du bist gut im Duellieren, oder Matt? Duellieren wir uns, heute wird mich niemand schlagen. Beruhige dich, Leo, du musst nicht gleich hyperaktiv werden. Gut, wollen wir jetzt gegen den kämpfen? Müssen wir gegen den kämpfen? Du bist wirklich verrückt nach Duellen, Leo. Ja, okay, dann scheiß drauf, kämpfen wir mit dem. Wieso nicht? Wenn ich gewinne, habe ich 6-mal hintereinander gewonnen. Yay! Okay, hier haben wir Leo, der mit dem elektronischen Deck. Höchstwahrscheinlich ist in seinem Deck Werkzeugdrache vorhanden. Und ja, ich würde sagen, ich versuche den jetzt mal fertig zu machen. Let's go! Gut, Duell starten. 5 Karten. Du fängst an. Okay, meine Hand sieht wie folgt aus. Fallgrube, bewaffneter Drache Level 3, 7 Werkzeuge des Banditen, Drachen, Dreizerkrieger und Säbelsaurier. Gut. Warte, ist das jetzt von der Hand direkt holen? Ja, Hand mit speziellen Beschwörungen, ne, brauche ich jetzt nicht. So, erstmal setze ich Fallgrube verdeckt ein, dann setze ich 7 Werkzeuge des Banditen verdeckt ein und beschwöre dann. Reizerkrieger. So, was ist das jetzt? Wählen Zahlzeitung, okay. Ist kein Problem. Da konnte ich den Effekt nicht aktivieren. Naja, egal, du bist dran. Es wäre jetzt geil, wenn ich rotäugigen schwarzen Drachen jetzt ziehen würde. Das wäre jetzt so Bombe. Schwimm. Bombe. Okay, gut. Der setzt eine Karte verdeckt ein und beendet seinen Zug. Ja, soweit so gut, würde ich sagen. Ich ziehe. Ich könnte theoretisch Desko Anna beschwören, aber ich glaube, ich belasse es bei Säbelsaurier und greife Leo direkt an. Gut, Leo verliert jetzt 1900 und ich könnte das theoretisch mal ein bisschen speeden. Ich beende meinen Zug und du bist dran. Okay, der hat nur noch 4100. Ja. Solange ein morphtronisches Cellphone. Solange in Angriffsposition, einmal pro Spiel, so kannst du einen 6-seitigen Würfel zeigen. Von deinem Deck. Beschwer auf Thrones Monster der Chauffeur. Ich den Rest des Decks. Ja, okay, auf thronische Dinger. Damit hatte ich es jetzt nicht wirklich immer gut. Naja. So, was kommt da? Nichts gut. So, bin ich? Digga, bin ich? Nee, du setzt auch eine Karte verdeckt ein. Okay. Aber jetzt bin ich, Digga, jetzt bin ich. So, Wellenbewegungskanone, ja, das könnte ich jetzt einfach mal einsetzen. Und dann beschwöre ich direkt dahinter, bewaffneter Drache Level 3. Mit dem greife ich auch an und, ja, morphtronisches Cellphone ist jetzt down. Ist jetzt down, genau, down, down, down. Und jetzt noch einmal so, 1-9 hinten dran, der hat nur noch 1-1, so. Ich müsste ihn im nächsten Zug besiegt haben, ja. Kommst du, machst du. So, was beschwörst du auf tronische Videokamera? Diese Karte erhält für jede Ausrüstung, mit der sie ausgerüstet ist. Naja. Normale Beschwörung. Aktivieren wir gleich Fallgrube. Tschüss, Videokamera. Das ist auf tronische Videokamera, wie sich das anhört. Okay, dann würde ich sagen, füge ich eine weitere Kette hinzu. Bezahlt 1000 Life Points. Tschüss. Nochmal tschüss. Oh, das war Dreierkette. Das war jetzt Bombe. Okay, ich bin dran. Ich ziehe. Gut, bewaffneter Drache Level 3. Sagt adieu und Hallöchen, bewaffneter Drache Level 5. Gut, ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Battle-Phase, direkt in Angriff. Und ich habe das Duell gewonnen. Oh yeah, ich hab's gefuckt, genau. Ich hab's gepackt, ich hab gewonnen. Yeah.
Yeah. Gut, nee, Wiederholung brauche ich nicht. Ach man, ich habe verloren meine Gewinnerserie Istanbul S15. Hier, Matt, das hast du dir verdient, weil du meine Gewinnerserie beendet hast. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Synchro, bitte Synchro, Synchro, Synchro. Oh, gemeinsam sind wir stark. Ziemlich gebannt. Du hast versagt, weil du zu übermütig geworden bist, Lever. Das ist kein Glück, sondern Talent, aber Matt ist wirklich so gut, wie jeder sagt. Das erinnert mich irgendwie an Yusei, an die Art, wie er sich duelliert. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich war total außer Atem, als wir uns duelliert haben. Spitze. Übrigens, Matt, du bist auch am Turbo-Duellen Grand Prix teil, oder? Ich werde dich anfeuern. Ja, wir stehen voll und ganz hinter dir. Aber wenn du dich mit Yusei duellieren solltest, weiß ich nicht, für wen ich sein soll. Dann feuern wir einfach beide. Wir freuen uns, egal wer gewinnt. Natürlich ärgern wir uns auch, egal wer verliert. Ach, Leo. Gut, die zwei hätte ich jetzt besiegt. Da muss jetzt definitiv, gemeinsam sind wir stark ins Deck. Definitiv, das war eine Ausrüstungszauberkarte, eine sehr, sehr starke. Hier. Ausrüstung, das ist Ausrüstung. Akzept Verzweiflung ist drin, gemeinsam sind wir stark. So, das geht rein. Denn der kann nur bis zu 60 Karten an. Ich dachte, man kann bis zu 80 Karten drin haben. Naja, egal. Dann geht eine Karte Wunderübel jetzt raus. Und diese da wäre... Nicht einmal mit dem Spiel. Er hält in jeder Sinne. Das kann ich auch gebrauchen. Spalt kann ich auch noch gebrauchen. Nee, kann ich alles noch gebrauchen. Stopptornado, wie sieht's damit aus? Das habe ich nur einmal drin. Würde ich auch lieber drin lassen wollen. Monster-Reinkarnation vielleicht, oder Kreaturen. Feindkontrolle bringt's ja auch. Ich glaube, Feindkontrolle geht es einfach mal weg. So, jetzt gemeinsam sind wir stark rein und somit Deckaufbau beenden. Gut, dann fällt die Story-Modus und dann würde ich sagen, geht's jetzt auf zur Garage von Todo. Genau, dem Todo-Master. Todo, ich bin Todo, Todo, Todo. Der mit dem geilen Akzent, genau. Anscheinend läuft jetzt eine Sequenz. Oh, du bist's, Matt. Dieser Turm ist echt witzig. Übrigens hat Ronan etwas in deiner Garage gearbeitet und gesagt, dass es jetzt fertig wäre. Vielleicht sollst du mal nachsehen. Okay, wenn du meinst, Jack, wenn du meinst. Dann spielen wir das etwas, bis wir da an der Garage von Toro sind. Toro, Toro, Toro ist wirklich cool. Toro ist schon great, yes. He is very, very great, great, genau. So, Diamond Area und dann hier auf zur Garage. So. Ja, dann ist das neue Programm also fast fertig. Es ist fertig. Gute Arbeit. Vielleicht, vielen Dank für deine Hilfe. Ohne dich wäre ich damit nicht fertig geworden. Ich habe nur ein wenig geholfen. Du warst ja schon fast fertig. Aber ohne deine Ratschläge würde ich immer noch feststecken. Also, danke. Naja, ich nehme deinen Dank an. Eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Ich würde mir gerne euer Schubsteuerungsprogramm ansehen. Die Duellrunner von Yusei und anderen haben immer noch Probleme auf dem Gebiet. Wenn du das nicht willst, ist das in Ordnung. Schon gut, das ist überhaupt kein Problem. Super, sie werden begeistert sein. Danke, Misaki. Oh, ich habe zu danken. Also, ja. Ist das richtig, Misaki? Misaki, sie sind unsere Rivalen im Turnier. Stärke Konkurrenz heißt, dass wir uns mehr anstrengen müssen. Oder hast du Angst, wir würden verlieren? Auf keinen Fall. Los, siehst du an, Bruno. Wir werden trotzdem gewinnen. Ich freue mich, dass ihr es mich sehen lasst. Aber so leicht sind wir auch nicht unterzukriegen. Okay, dann gehe ich jetzt. Ohne zu gucken, ne? Anscheinend, ja. Aber es war wirklich in Ordnung, wenn wir deswegen verlieren sollten, würde ich... aber war es wirklich in Ordnung, wenn wir deswegen verlieren sollten, würde ich mich schrecklich fühlen. Ist schon in Ordnung. Bis das Turnier beginnt, werden wir noch besser sein. Ja, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Also, welches Programm hast du fertiggestellt? Ein Blitzstartprogramm. Es ermöglicht dir das Rennen, genau. Mit einem Blitzstart zu beginnen. Super, das wird uns helfen, die erste Kurve in einem Turboduell zu kriegen. Das Programm wird morgen fertig installiert sein. Gut, dann freue ich mich auf morgen. Wir sollten das neue Programm auf Duellspur über dem Meer in Betrieb nehmen. Der Eingang zu der Duellspur über dem Meer ist beim Bay Parkplatz. Dann treffen wir uns morgen am Bay-Parkplatz. Am nächsten Tag. Gut, nee, ich will jetzt nicht schlafen.
Wo ist eigentlich Opa hin? Opa, wo bist du? Opa, wo bist du? So, jetzt hier runter. Hallo? Ja, hier, Erdgeschoss. Oh. Mein Gott, wie pingelig das ist, ey. Das geht gar nicht. So, am Bay-Parkplatz meinte der. Ich glaube, der ist jetzt außerhalb dieser, außerhalb dieses Gebiets. Hafen, Bay-Parkplatz, genau, hier. Hier müssen wir jetzt hin und was sehe ich denn da? Naja, Leute, wisst ihr was? Ich beende hier den Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matt. Ciao.